Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 5,5 Jahren Landtag denkt man ja, man hat so ziemlich alles an menschlichen Abgründen gesehen, die der Politikbetrieb so aufbieten kann. Aber weit gefehlt, die selbsternannten Demokraten, also die Grünen und ihre drei Vorfeldorganisationen, sind immer noch für einen neuen Tiefpunkt gut. Vorneweg möchte ich eines klarstellen. Meine Fraktion und ich sprechen allen Menschen, die gerade unter Lebensgefahr gegen das verbrecherische islamische Regime im Iran auf die Straße gehen, unsere Hochachtung und Solidarität aus. Der Unterschied zwischen Ihnen allerdings und uns ist, bei uns galt das auch, als es noch kein Thema bei der Tagesschau war. Bei uns galt das auch schon vor einem Jahr, vor 5 Jahren und vor 10 Jahren. Und bei uns wird es auch noch gelten, wenn der Medienzirkus wieder weitergezogen ist und Sie, meine Damen und Herren, Ihre Krokodilstränchen wieder anderweitig verteilen. Man kann diesen Antrag angesichts der antragstellenden Fraktion nur als Heuchelei bezeichnen. Da zeichnet zum Beispiel eine Grünen-Fraktion, deren Parteifreundin und jetzt Kulturstaatsministerin Claudia Roth noch kürzlich Holocaustleugner aus dem Iran mit High Five begrüßte. Frau Aymaz, wo war denn da Ihre Betroffenheit? Wo war denn da die Tränenspur, die Sie gerade gelegt haben? Dieselbe Claudia Roth übrigens, die devot mit dem Kopftuch nach Teheran pilgerte, um dort Regimevertreter, ja, schreien Sie mal, das ist die Wahrheit. Wo waren Sie denn da? Ich habe nichts gehört von Ihnen. Dieselbe Claudia Roth übrigens, die devot mit Kopftuch nach Teheran pilgerte, um dort Regimevertreter zu hofieren, während die Frauen des Landes ihr Leben dafür lassen, genau dieses Kopftuch nicht mehr tragen zu müssen. Dass diese Frau Roth, Ihre Parteifreundin, Frau Aymaz, die sich gar nicht tief genug vor den Mullahs in den Staub werfen konnte, jetzt auch noch Kulturstaatsministerin ist und Bibelzitate aus dem öffentlichen Raum verbannen will, fügt sich nahtlos ins Bild. Die SPD wiederum hat sich auch durch ein ähnlich geschmeidiges Verhältnis zu den Mullahs hervorgetan. Etwa der ehemalige Vizekanzler Gabriel, der kürzlich eine hochrangige Delegation nach Teheran begleitet hat, um dort Holocaustleugnern und Folterknechten die Hände zu schütteln und wichtige Wirtschaftskontakte anzubahnen. Aber vielleicht ist das ja wie bei Herrn Schröder, und nach alter sozialdemokratischer Tradition gibt es dafür irgendwann ein bisschen Backschisch. Wir wissen es nicht. Aber auch damit nicht genug. Alle unterzeichnenden Fraktionen haben gerade Frank-Walter Steinmeier dieses Abziehbild eines Staatsoberhaupts zu einer zweiten Amtszeit verholfen. Einem Mann... Herr Kollege, ich bitte Sie, wieder zur Ordnung des Parlaments zurückzukommen. Das gebührt sich nicht, so über den Bundespräsidenten zu sprechen. Ich rufe, gebe Ihnen deswegen eine Rüge. Und ich habe mich noch für eine milde Formulierung entschieden. Einem Mann, der noch vor seiner Wiederwahl dem Mullah-Regime zum 40. Jahrestag seiner blutigen Machtergreifung gratulierte und das schändlicherweise auch noch im Namen von uns Deutschen, meine Damen und Herren. Nein, meine Damen und Herren von SPD, CDU, FDP und Grünen, die mutigen Freiheitskämpfer im Iran haben vieles verdient, aber ganz bestimmt keine Trittbrettfahrerei von Ihnen. Wir von der AfD schämen uns hier für Sie alle mit. Auch vor den 6 Demonstranten, die gestern im Iran zum Tode verurteilt wurden. Darunter ein 17-jähriger Junge, der wegen, wie es heißt, Verdorbenheit auf Erden jetzt sterben muss. Und Sie haben nicht mal den Mumm, nicht einmal in der Debatte oder im Antrag auch nur das Wort Islam zu erwähnen, meine Damen und Herren. Aber wahrscheinlich halten Sie es mit Frau Baerbock, dieser Hohepriesterin der feministischen Außenpolitik, die ja schon im Bundestag dozierte, dass das alles nichts mit dem Islam zu tun habe. Meine Damen und Herren, wenn das Mullah-Regime im Islam und seine Verbrechen nichts mit dem Islam zu tun haben, dann hat der Vatikan wahrscheinlich auch nichts mit dem Katholizismus zu tun. Sie sind sich ja wirklich für gar nichts mehr zu blöd. Aber es überrascht freilich nicht. In Deutschland drücken Sie ja auch beide Augen zu, wenn Zwangsehen, wenn Ehrenmorde, wenn antisemitische, schwulenfeindliche Morde und Anschläge aus einer bestimmten Ecke kommen.
Wenn der Täter nur Allahu Akbar ruft, dann ist er psychisch labil, zu bedauern, und sein Opfer ist ein Opfer zweiter Klasse, meine Damen und Herren. Für die AfD halte ich fest, wer egal wo auf der Welt in Sorge und Angst vor dem politischen Islam ist, der fast immer mit Intoleranz, mit Gewalt und mit Unrecht einhergeht, der weiß zum Glück, auf wen er sich verlassen kann, nämlich auf uns und ganz sicher nicht auf die Heuchler, die diesen Antrag unterschrieben haben. Vielen Dank.